Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Schau mir gerade ein Video an. Das neueste Video von meinem Rivalen Spielertrend. Zwar 10. Level 40, Spieler in Österreich ist er. Cooles Video, schaut vorbei. Muss ich euch nicht sagen. Und er hat auch die Tabelle verlinkt. Und ein paar Zuschauer haben mir auch schon geschrieben, dass ich auch auf der Liste bin. Obwohl ich mich selbst nicht eingetragen habe, sondern irgendein Zuschauer wahrscheinlich. Ging, glaube ich, nur über Twitter und das benutze ich nicht. Aber wir werfen jetzt gleich mal einen Blick auf die Liste und dann schauen wir uns mal das genauer an. Ich weiß gerade nicht, ob ich die einblenden werde, weil die ist ziemlich groß. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit dem Format machen soll. Aber das interessiert euch, glaube ich, nicht. Die technischen Hintergründe für Videos und so. Also, was steht da? Username. Das ist auch das Thema dieses Videos hier. Darauf kommen wir später aber noch. Rank. Country Rank, das ist interessant. Datum und Uhrzeit sogar. Tage, bis man Level 40 geworden ist. Country, natürlich. Okay. Location. Oh, okay. Wann man angefangen hat. Twitter. Beweis, okay, das ist wichtig. Extra Links. Und. Also später, wenn. Vielleicht schauen wir auch noch auf die EP. Ich habe da vorhin mal kurz vorbeigeschaut. Das ist echt krank, was die Top-Spieler für EPs haben. Aber wir gehen hier mal runter. Moment. Dauert noch ein bisschen, also ich bin ganz weit unten. Immer noch nicht. So, hier haben wir mich auf Platz 697 in der Welt, die sich auch eingetragen haben natürlich. Es gibt natürlich bestimmt noch viel mehr, die sich nicht eingetragen haben. 13. in Deutschland. Klingt saftig. 13. in Deutschland. Okay. 18.04. Moment, da muss ich mal kurz nachschauen, ob das überhaupt stimmt. Weil ich habe das nicht eingetragen. Ich frage mich, woher die Leute die ganzen Daten haben. 18.04. Ah, warte, das ist der. Das ist Mai. Das stimmt nicht ganz. So, 18.04. Dienstag. Ja, das stimmt. Was ist das? 279. Was war das nochmal? Okay, jetzt muss ich nochmal ganz drauf scrollen. Was war das für eine Z Ah, die Tage, okay. Tage 279. Kommt hin. Germany, Munich? Okay, die wissen ja alles über mich. 13.07. Woher wissen die, wann ich angefangen habe? Muss mal kurz schauen, ob das überhaupt stimmt. Okay, tatsächlich, 13.07. Die wissen echt alles über mich. Und Team Instinct, Beweis. Wenn man da draufklickt, kommt man zu dem Uncut-Video. Letzten 15 Minuten, bevor ich Level 40 geworden bin. Echt coole Sache. Link unten in der Beschreibung, wahrscheinlich auch bei mir. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Echt interessante Sachen. Vor allem später dieses Level 40 Ding. Also Level 40 Plus Ding mit den ganzen EPs. Und, Moment. Wo haben wir ihn? Auf Platz 743. Mein Konkurrent, Daniel Schilling, aka Spieletrend, auch Team Instinct, hat 2 Tage nach mir Level 40 erreicht. 10. in Österreich. Respekt, Glückwunsch nochmal an dich, an uns beide. Das war's. Jetzt blende ich euch kurz was ein und danach gehen wir über ein anderes Thema. Will nicht stören, aber kann ich Nabni kurz entführen? Kommst du kurz mal mit mir mit? Ja. Oh, nee. Willst du wieder angeben, Hong? Nee, ich will nicht angeben. Ich habe eine Überraschung für dich. Okay. Alter, Hong. Gleich geht mir das Herz auf. Stimmt alles? Oh ja. Du darfst auf OK drücken. Beim zweiten Spieler darf ich das schon machen.
Transfer. Yeah! MSG Hong! Ja, geil. Also, ihr habt's gesehen, ich habe meinen Username geändert. Eigentlich keine große Sache. Erstmal, wie hieß ich früher? Oder unter welchem Namen kennt ihr mich? Und zwar Bad Boy Buddha. Mit einem D nur. Woher habe ich den Namen? Das war früher mein Poker-Username. Ich habe früher halbprofessionell Poker gespielt, online natürlich. Und das war mein Username, wobei ich natürlich Multiple Accounts hatte, Multi-Accounting. Das war halt nur einer von vielen, aber der hat mir am meisten gefallen. Und so heiße ich auch in Hearthstone, also falls mich da jemand adden will. Und schreibt unten in die Kommentare, wie ihr heißt, wieso ihr den Namen habt und dies, das natürlich. Ja, und das war mein Name, habe ich halt auch so behalten, dann in den meisten Spielen danach. Wie unter anderem jetzt halt Pokémon Go gewesen. Ich bin halt auch schon seit längerer Zeit, also eigentlich schon ziemlich lange, fast ein halbes Jahr glaube ich sogar, in dieser Gruppe. RSG nennt die sich. Coole Leute. Oft in meinen Videos. Wir machen zusammen viele Sachen. Und ja, jetzt habe ich mich entschlossen, den Namen zu ändern für die Gruppe. Also früher wurde mehr Wert darauf gelegt und seit gewisser Zeit sind sehr, sehr viele neue Leute dazu gekommen. Irgendwann wurde es in Vergessenheit, geraten und dann wurde es halt irgendwann einfach vollkommen vergessen, nicht mehr so wichtig, Überblick verloren. Aber wir haben letztens die Arena-Tour gemacht und auch die Heiterga-Arena, die war richtig saftig eigentlich. Und der Kollege Milos, ihr kennt ihn aus den verschiedenen Videos, er war öfter schon dabei, wollte da ein bisschen angehen mit der Arena. Hat Screenshots geschickt in die RSG-Gruppe. Also das war eine gelbe RSG-Arena-Tour. Und dann ist halt aufgefallen, dass von den Leuten, die da waren, nur zwei den RSG-Tag hatten. Dann so ist das Thema halt wieder entfacht, entflammt. Ja, und dann musste ich mir mal wieder Gedanken machen. Ich habe es bisher halt nicht gemacht, weil es einfach hässlich aussah, fand ich. Stylische Gründe, aber im Grunde genommen ist mir der Username eigentlich vollkommen egal. Merkt man eh kaum und das Einzige, wo ich hätte sagen können, darauf hätte ich gewartet, um den Username zu ändern, wäre, wenn, keine Ahnung, irgendein klasses Team, E-Sports-Team mich gesigned hätte, TSM oder so, TSM Hong, das wäre echt zu saftig gewesen, aber ansonsten habe ich mich überwunden, einfach aus Respekt und als Dank dafür, dass die immer da sind, echt coole Leute, ohne die hätte ich Pokémon wahrscheinlich schon aufgehört oder zumindest nicht ansatzweise Level 40. Ihr wisst, ich habe früher mit ein paar Jungs abgehangen von Yu-Gi-Oh! Früher persönliche Freunde, aber Pokémon technisch sind es echt, soll man sagen, echt komplette Loser. Ziehen einen eigentlich nur runter. Was echt traurig ist, die haben mich in Yu-Gi-Oh! Schon ziemlich hart runtergezogen, deswegen ist auch der Yu-Gi-Oh! Channel gestorben, aber Pokémon technisch hätten die mich auch fast runtergezogen, fast. Hätte ich aufgehört, bevor der Channel überhaupt gestartet hat, richtig gestartet hat, hätten die mich schon mit in den Abgrund gerissen, sodass der Channel gar nicht erst zustande gekommen wäre. Also schon, aber bevor der richtige Erfolg zustande gekommen wäre. Was echt traurig ist, es war echt eine leidende Zeit, wo ich echt keinen Bock hatte auf Pokémon. Und das nicht, weil Pokémon mir keinen Spaß gemacht hat oder irgendwas. Sondern das lag echt an den Jungs, diese negative Stimmung. Und nicht nur, dass sie für sich selbst negativ waren, was ja eigentlich vollkommen egal ist, weil jeder soll machen, was er will, aber diese Negativität hat sich auch auf die anderen ausgewirkt und auch noch auf mich irgendwann. Das ging halt gar nicht. Ich war echt down, hatte echt gar keinen Bock auf Pokémon. Aber in der traurigen Zeit, leidenden Zeit, habe ich halt mehr Kontakt mit den anderen da aufgenommen aus der RSG-Gruppe. Und hab halt echt viel Spaß mit denen jetzt beim Pokémon spielen. Deswegen als Dankeschön und Respekt kann man schon mal den Namen ändern. So, das war's. Kleiner persönlicher Einblick, wieso ich meinen Namen geändert habe, was so abläuft und check die Liste ab. Ich weiß jetzt nicht, wie das abläuft, wenn man seinen Namen ändert. Aber der Zuschauer, der das gemacht hat, wird das schon regeln wahrscheinlich. Echt interessante Liste. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, wie ihr heißt im Game und wieso ihr so heißt. Mein Grund, meine Geschichte kennt ihr jetzt. Hoffe, sie hat euch gefallen. Schlechtes Wetter, leidendes Wetter, mehr konnte ich nicht machen.
Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook jetzt. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.